Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries mit Facecam ab sofort. Ja, ich habe mir das jetzt eingerichtet, dass ich mein altes Handy als Facecam verwenden kann. Und ja, wir werden jetzt heute hier weitermachen. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir immer noch bei minus 1 sind. Cholera geht um. Geringe Wasserversorgung? Alter, wir haben hier eine volle Anlage. Was habt denn ihr? Oder ist das, weil das Abwasser nicht weg ist? Oder brauche ich eine zweite Anlage, die das jetzt hinpumpt? Hä? Ich tue das Krankenhaus so schnell weg. Und dann ist das echt, weil ich jetzt noch eine Wasseranlage brauche, oder was? Ernsthaft? Warum gibt es kein Wasserwerk Stufe 2 oder so? Wäre doch vollkommen genius oder so. Reicht das aus? Alles nimmt. Schnellbau fertig. Schauen wir mal. Du bist voll mit Wasser, du bist auch voll mit Wasser. Ich weiß bloß, dass wir gerade ein Abwasserproblem haben. Und das sollten wir lösen. Warum haben wir. Achso, genau, wir haben ein Abwasserproblem, weil aktuell kein Ding da ist. Warum ist davon aktuell nichts da? Liefert irgendjemand Sand? Ich glaube, das war das Endproblem, dass aktuell noch keiner. Ah, keiner hat Sand geliefert, weil die Sandmine zu war. Da war es das Problem. Ist eher halt Treibstoff, genau. Die Mine da hinten buddelt sich durch den Berg durch und du hast wieder keinen Plan, was du tun sollst. Du kriegst das hin, mein Freund. Ich glaube an dich. Ah, gut. Komm. Ja, Gesundheit steigt wieder. Nice. Wir müssen halt schauen, dass der Sand. Das Sandproblem, ja. Wir müssen eine größere Lageranlage bauen. Jetzt kriegen wir den Sand rein und sobald der Sand durchgeht, sollte die Anlage alles abpumpen können, ja. Dann ist das Problem auch wieder los. Cholera sollte verschwinden, ja. Wir sind wieder auf einem guten Weg. Es schaut wieder alles gut aus. Jetzt wird dann alles abgebaut und ich glaube, dann sollte auch großteils das Abwasser weg sein. Vielleicht sollte ich echt doch noch einen Abwasser-Channel oder Notlager einbauen. Tja, hier ist jetzt lustigerweise viel zu viel drin. Warum? Weil hier dauernd abläuft oder was? Aber da kommt hier gerade nicht mehr. Ah, ne, weil. Oder? Oder ist die Abflussrate einfach gerade zu gering? Mal schnell erhöhen. Vielleicht ist er dann zufrieden. Vielleicht ist einfach die Abflussrate gerade zu gering gewesen. Ja, das schaut doch schon besser aus. Das schaut wesentlich besser aus. Ja. Rohre vergrößern. Kriegst von uns hier ein größeres Rohr und hier auch ein größeres Rohr. Dann ist die Anliefermenge ein bisschen größer. Hier, Wasser nicht los. Ich könnte mir doch nicht ernsthaft sagen, dass wir zu viel Wasser hier hätten. Also bitte, was ist denn das jetzt schon wieder? Weißt du, was ich da mache? Das mache ich jetzt ganz simpel, du. Da reiße ich hier ein Loch rein. Wie groß ist das Lager, was wir da oben haben für Wasser? Dann machen wir hier noch ein zweites Flüssigkeitslager rein. Mir wurscht. Das geht sich gerade hier so aus. Wenn ich das Rohr von
hier bis hier fürs erste entfernen. So. Schnell entfernen. Dann einen Wasserflüssigkeitsspeicher hier einbauen. Schnell liefern. Schnell liefern und schnell liefern. Natürlich wieder upgraden, weil das ist jetzt ein kleiner Durchmesser. Den braucht man nicht, der bringt sich nichts. Dann kann das Wasser hier durchlaufen und hier oben geht der Überschuss raus. Wir sagen einfach, wenn das... Nee, das ist gleich dumm. Das wäre dann dumm, wenn ich den Überfluss rausballern lasse. Das müsste ich, wenn dann hier oben machen, dass wenn... Okay, hier läuft doch noch die ganze Wasserversorgung von außen nach, ne? Das ist wieder... Aha. Gut, aber wir sind gleich ganz gut dabei. Wie viel kostet es sich nochmal zum Upgraden? Könnten wir also mal für alle machen, um die Produktion vielleicht auch zu erhöhen. Dann wird uns mal an die Treibstoffproduktion zu setzen. Gut, der Tank ist jetzt fast voll. Wir pausieren dich mal. Wie schnell geht der Wassertank leer? Sehr schnell, wie es ausschaut. Der Tank ist jetzt voll. Jetzt schauen wir mal, was der Kampf hier sagt. Ne, ohne die Zusatzversorgung überleben wir es nicht. Die Zusatzwasserversorgung ist hier schon noch vonnöten. Das ist noch vonnöten. Brot haben wir genug. Gemüse und Kartoffeln sind mittlerweile einfach low. Jetzt gerade wird auch die Produktion ein bisschen runterfahren, weil einfach alles ein Upgrade kriegt. Gut, aber gehen wir mal zurück zu unserer neuen Anlage, die wir gerade designen. Ich weiß gar nicht. Nein, ich nehme jetzt keine Nachrichtenanruf an. Gut. Wo war ich denn hier gerade? Das Problem, wenn immer eine Woche dazwischen ist, du weißt halt absolut nicht mehr teilweise, wo du zuletzt warst. Ich glaube, wir hatten die Grundproduktion quasi fertig. Hier ging dann das Kabel von... Warte mal, was? Achso, das ist die Säure von euch allen, ne? Achso, warte mal, so steht die Produktion. Ich schaue so ran und habe gerade den Weg im Kopf gehabt. Also es ist ja so. Ihr seid eigentlich gleich Lager schon gewesen für alles Mögliche. Irgendein Problem hatten wir zuletzt gehabt. Rohbenzin muss hier rein. Ihr produziert jeweils 12. Wer mehr wie diese Produktion handeln kann, rein theoretisch. Wo willst du denn hin? Warum nach da? Du bist zugewiesen einer Aufgabe. Du hast da unten nichts zu suchen. Du gräbst hier mit deinen Brüdern. Nein, du fährst nicht nach da unten. Jemand dem eine Backpfeife geben oder so, der ist doch... Mag mir jemand sagen, warum er unbedingt nach da hinten möchte? Ach, das ist gar kein Zugewiesener. So schaut's aus, deswegen. Check, dass du nicht mehr dazugehörst, bitte. Boah, es zieht durch die Nase durch. Gut, ja, der ist mir jetzt gerade wurscht, ich sage Warnung. Oha. Oha.
Okay. Das ging flotter als erwartet. Shit. Ich habe mit allem heute gerechnet, außer mit dem. So, okay. Bedeutet, wir müssen jetzt hier anfangen anzugraben. Das sind die einzigen Lagerstätten, die noch relativ frisch sind aktuell. Bitte grab mir nichts kaputt. Aber wir hätten hier reintisch eine relativ dicke Wand. Den Pfad greife ich noch nicht an. Ich muss mir noch überlegen, wie wir am besten Kohleminen in Zukunft erschließen. Wie lang steht die schon? Die Eisenmine, die steht ja... Okay, die steht auch schon wieder länger. Alter, ich habe mich irgendwann so vertieft wohl, dass ich das überhaupt nicht gecheckt habe. So, warte mal, ich grab die bitte mal rein. Grab das durch. Ja, schau, dann geht's gleich wieder los. Du musst ihm bloß halt die Aufgaben geben, dann geht das schon. Die sind alle bummvoll. Du bist schon deaktiviert. Ich glaube, ich habe noch den die Zuwachspause nicht an. Gesundheitssteigerung ausmacht, dann passiert nichts. Luftverschmutzung müsste ich mal bearbeiten. Oh, jetzt aber auf 0,0 wird das. Ist schon schlau, wenn ich die anhabe. Okay. Gesundheitsförderung 2. Oh, unsere Maschinen sind schon. Oh Gott. Ja, unsere Energie ist eingefallen. Leute, kümmert euch darum, dass diese Kohle rauskommt. So schnell wie möglich. Wie lang habe ich bitte nicht gecheckt, dass wir keine Kohle... Also hier haben wir noch Kohle auf Lager, wie blöd. Aber unsere Energieanlage hat null Kohle. Höchste Prio, wir brauchen Kohle. Wir brauchen Dampf. Holy shit, okay. Da sieht man, wie fragil so eine Kohleanlage ist, wenn man nicht checkt, dass die Kohle gleich aus ist. Holy moly, okay. Das ist ungut gewesen jetzt gerade. Aber zum Glück haben wir jetzt hier schon relativ... Jetzt ist es nicht schon wieder... Gottes Willen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die letzten Folgen sind echt nur Chaos, oder? Also Wahnsinn. Deswegen kann man jetzt hier noch Kohle. Habt ihr noch Kohle? Nee, schon nicht. Hier ist auch wohl hier, kommt jetzt auch langsam Kohle wieder rein. Du kriegst auch eine Prio 2 von mir. Hier laufen wir noch zum Glück. Also das schaut noch gut aus. Die Tanks sind sogar voll. Warum sind die Tanks bummvoll? Brauche ich jetzt eine Anlage oder nicht? Ich bin jetzt langsam echt verwirrt. Warum ist die jetzt wieder voll? Ich gehe jetzt mal ganz kurz bergen. Entschuldigung, aber vielleicht kriegst du dann wieder ein Hirn. Wie weit ist unsere Straße? Oh, sie wird. Die Straße wird. Wenn ihr überlegt, wie viel Masse jetzt hier schon weniger benötigt wird... Denke ich, kommen wir auch gut voran, wenn wir unseren Bauplan anschauen. Wir reduzieren ja so circa um 50% der Masse, die benötigt wird. Bedeutet, die Ausbreitung ist geringer. Natürlich dadurch auch wieder das Gesamtvolumen wieder verringernd. Und ich denke, dadurch werden wir jetzt relativ bald sogar schon das Ganze erhöhen können. Ist das höher wie die andere Seite? Oder? Nee, das schaut nur so aus. Hier ist nicht kein Wasser. Wenn du dich hier durchbuddeln würdest, hättest du... Wassereinfluss schon wieder. Wir können dann zum Beispiel das und das auch zumachen und dann Stück für Stück. Habe ich euch nicht mehr Aufgaben? Also die graben sich erst durch, okay.
Ja, jetzt Problem ist halt, hier ist als alles erstmal Stein. Ich glaube schon irgendwie, dass wir mehr von den Großen bräuchten. Weil einfach wir solche Massen haben, das ist übel. Kipp auf das Zeug. Da kommen die nächsten zwei schon wieder. Also wir kommen gut voran, denke ich, aber es wird halt dauern. Ja, die Versorgung ist noch nicht Premium, aber sie wird schon. Erstmal muss die Energie wieder laufen, weil ansonsten haben wir ein Problem. Die Zwischenlager sind auch wieder voll, das ist super. Ich tue jetzt hier auch mal eine Warnung einbauen. Melden, wenn 25% leer. Wieso? Hä, checkst du es nicht? Du bist doch... Melden, wenn... Habe ich jetzt die Meldung gerade angemacht, dass sozusagen er melden sich soll, wenn er über 25% ist? Das ist voll... Aha. Also ich habe jetzt bei beiden unter 25% bedeutet, dann kriege ich eine Meldung von beiden Anlagen, dass sie was brauchen. Du meldest dich ja genauso, wenn du leer bist. Wie weit geht hier die Kohle noch? Wir müssen halt Stück für Stück dann anfangen, Ecken anzugraben, die gefährlicher sind, um an die Ressourcen zu kommen. Und schauen, dass wir an die Kohle wieder rankommen. Also es ist jetzt echt gerade allerhöchste Eisenbahn, dass die Straße nach da drüben fertig wird. Leute, buddelt wie blöd. Und zwar so schnell wie möglich. Warum hast denn du so wenig? Hallo? Für was fährst denn du? Für einen Dollar oder was? Ja, wir haben viel zu wenig LKWs für die Strecke. Aber wir haben noch hier so ein paar rumstehen. Upgrade-Pfad. Großer Kippenmüll da. Du auch und du auch. Dann hätten wir drei mehr. Das sollte vielleicht ein bisschen unterstützend sein. Die Mine soll sie ja großteils das jetzt aktuell selber machen auf der Seite, damit wir hier relativ autonom arbeiten und die meisten LKWs sich hier drum kümmern können. Ich hoffe aktuell, dass hier einfach Massen mal rauskommen. Und sich die Arbeit auslohnt, die hier passieren soll. Ich kriege schon. Gut. Aber ich würde sagen. Hat kein tragisches. Ja, also die Mine hier hinten bleibt ein Sorgenkind fürs Erste. Ah, das kriegen wir noch irgendwie hin. Aber ich würde sagen, fürs Erste, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt wieder einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Facecam findet. Also, bis dann. Ciao.